Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge unseres Let's Play Lumberjacks Dynasty. Ja, wir sind mal wieder zu Hause angekommen. Wir haben einiges gesammelt, insbesondere Kräuter und sowas. So. Waschen. Und tanken. Raus hier und schnell ins Haus, bevor wir komplett nass sind. Die Tür hätte ich ja vielleicht heute Morgen auch mal zumachen können. So, dann wollen wir doch mal gucken. Wir haben ja einiges an Fisch zum Beispiel. Fehlt Fisch. Fehlt Fisch. Fehlt Milch. Ach ja, stimmt. Die hatten wir schon. Fehlt Paprika, fehlt. Kochbücher, da haben wir noch nichts. Einzigartige Rezepte und Kräutertränke. Da haben wir zwei von, da haben wir eins von. Eins und zwei. Vier und eins. Eins, drei und zwei. Ah, ein Glas Honig, guck mal, da könnten wir dann schon weiterkommen. Achso, man braucht immer ein Glas Honig, okay. Mal so zwei Gläser Honig, drei Gläser Honig könnten wir hier von zwei machen. Oh, einiges. Da ist einiges, was wir machen können. Ja, wir brauchen Honig, ganz klar. Und wie kommen wir an diese einzigartigen Rezepte? Brauchen wir Kochbücher. Wo kriegen wir die her? Im Laden? Gucken wir nochmal, ob mittlerweile vielleicht Honig irgendwie da ist, dass wir wenigstens mal einen machen können. Ich will das mal ausprobieren. Ich glaube, jahreszeitbedingt fliegen hier keine Bienen oder so. Weiß ich nicht. Schade. Wie spät haben wir es denn? 14 Uhr und es ist zum Schlafen gehen ein bisschen früh, ne? Holzfäller 2, Erbauer 2, Mechaniker 1. Können wir denn jetzt hier Treibstoff tanken? 3 Liter noch. Drei Liter ist nicht viel. So, jetzt ist die große Frage. Jetzt ist die große Frage. Da ist eine Tankstelle. Fahrzeuge betankt oder in Mengen? Hier auch noch dichter eine dran, dass wir nicht so weit fahren müssen. Ja, hier unten. Markt für Holzprodukte. Hier werden Stämme, Platten, Bretter, Rinden, Holzspäne angekauft. Das hört sich doch mal gut an. Da könnten wir dann ja mal Rinde
352 Euro pro Tonne. Da könnten wir ja mal unseren Trecker nehmen. Das markiere ich mal. Unseren Trecker nehmen, den Anhänger ranhängen. Ich meine, den haben wir hier drin. Jawohl. So, das machen wir schon mal auf. Dann machen wir die andere Seite auch auf. Weil dann fahren wir hier unseren Holzdingen rein. Ist ja interessant. Fällt mir gerade ein, können wir da auch Spanplatten? Holzspänekisten für 260. Jo, die könnten wir da auch verkaufen. Da brauchen wir nur ein Fahrzeug für, ne? So, machen wir wieder alles zu. Gut. Ne, wir müssen erstmal laden. Okay, 4200, mehr können wir nicht mitnehmen. Na, gucken wir mal. Und
Dafür können wir dann im Grunde schon wieder Benzin kaufen. Oder Diesel ist das ja wahrscheinlich eher für Trecker. Mit Tempomat. Tempomat heißt eigentlich immer Vollgas. Meter 820. Einmal über die Brücke drüber. Wieso haltet ihr an, wenn ihr einen Trecker seht? So, hier ist schon mal die Tankstelle. Dann fahren wir aber nicht an die Tanksäule ran. Tankstelle. Jetzt haben wir wieder 4 Liter, das ist wahrscheinlich schon Wasser reingelaufen. Also 1,20 pro Liter, wenn wir Menge abnehmen, und 1,50 könnten wir sogar für 1,48 tanken, wo ich sage mal, macht Sinn, oder? So, ich vermute mal, dass wir jetzt hier rein müssen. Ach, guck mal, Tor geht von alleine auf. Sehr schön. Das sind Späne. Die Rinde dürfte das da sein. Aha.
ist jemand. Hallo, hast du einen Moment Zeit? Nur eine Minute, wir sind hier alle beschäftigt. Was brauchst du? Was kann ich hier verkaufen? Wir kaufen eine Menge Zeug. Stämme, Paletten, Bretter, Platten. Alles, was das Sägewerk produzieren kann. Wir sind stolz darauf, der größte Markt in der Region zu sein. Wir kaufen auch Rinde und Späne an. Unsere Preise sind unterschiedlich, aber immer noch die besten in der Gegend. Ich habe Baumstämme, ich habe Bretter zu verkaufen. Wie verkaufe ich Rinde und Späne? Lade sie bei diesem Silo ab. Dort drüben ist eine spezielle Halde. Achte darauf, dass nichts woanders verschüttet wird. Ich habe keine Zeit, die Sauerei aufzuräumen. Okay. Ich muss los. Bis bald. Ach, kann sein hier, dass ich dahin muss. Nein, hier nicht. Ah ja, das hatte ich wahrscheinlich eben übersehen. Anhänger heben. Na, guck mal, es zählt direkt hoch. Das hat also mehr gebracht jetzt, als das Tanken von 1000 Litern gekostet hat. Dann müssen wir noch mal gucken, wie wir diese Spanplattenkisten hierher kriegen. Ich denke mal, mit dem Anhänger wird das nichts, oder? Auf jeden Fall mit der Rinde machen wir schon mal ein gutes Geschäft. Denn das ist ein Abfallprodukt im Grunde. Und wenn man für Abfall dann auch noch Geld kriegt, finde ich das okay. Um nicht zu sagen, finde ich voll okay. Ja, was mich reizen würde, wäre dann auch mal, dass wir uns eventuell hier Fahrzeuge kaufen. Also für die Bäume mit dem Trecker finde ich das ja noch in Ordnung. Aber hier die ganze Kutschiererei mit den Spanplatten und so weiter, das... Da brauchen wir, denke ich mal, und den Brettern, da brauchen wir, denke ich mal, so ein LKW mit Kran, dass wir die direkt aufladen können und dann auch verkaufen können. Denn Späne verkaufen alleine bringt ja null.
Also nicht null, aber bringt nicht wirklich was. Dann machen wir lieber diese Spanplatten von. Und verkaufen die dann. Wir müssten ganz einfach mal gucken beim Fahrzeughändler, wie da die Preise sind. So, da haben wir dann noch 3.300. Also das lohnt nicht nochmal zu fahren dann. Aber wie gesagt, ich will dann, wenn ich das abgeladen habe, einfach mal gucken, was die Dingens kosten. Die Spanplatten kosten. Quatsch, was so ein LKW kostet, meine ich. Ich befürchte, er wird teuer. So, aber wir sind am Ende dieser Folge. Ups. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann.